Gina ist tot. Am Tag vor Heiligabend unterbrach ein lauter Knall den Rhythmus der Kolben und brachte den Tanz zu einem Stillstand. Leider, wie sich herausstellte, war der Schaden mehr als nur ein abgebrochener Stöckelschuh. Deswegen haben wir einen ganz besonderen Priester geholt, um dem Auto ein letztes Mal auf Wiedersehen zu sagen. Nun sind wir hier, um Abschied zu nehmen von einem unseren guten Begleiter aus Italien, dessen unsagbare, unvollkommene Technik zu einem kapitalen Motorschaden geführt hat. Deswegen, Biet Urbi, segnen ihn nochmal. Asche zu Asche, Erde zu Erde, Staub zu Staub. Jawohl, gesegnet seist du und wir werden dich nicht mehr sehen, es sei denn ein neuer Motor, das Herz wird verpflanzt. Und den Jochen wünscht man natürlich viel Spaß beim Zu-Fuß-Laufen in nächster Zeit. Tja, aber was Frankenstein kann, das können wir auch. Da wird ein neuer Motor reingebaut. Hört gar nicht auf den Holger. Und das ist übrigens die nächste Krücke. Guck mal das Zeichen an, was da vorne steht. Ist das nicht auch ein Alpha? Er ist auch kaputt, oder? Sieht so aus, da ist ein kleines, ganz kleines Röstloch. Ja. Der Lack ist noch schön, finde ich. Aber das ist nicht meiner, gell? Ja, nö, das ist meiner, der muss zum TÜV, jo.